Nein, also als die Anfrage kam, musste ich gar nicht lange überlegen. Es ist eine absolute Ehre, heute hier das Sechstagerennen in Bremen anschießen zu dürfen. Und ich habe mich sehr gefreut über diese Ansage, über diese Anfrage. Meine Mutter war Kunstradfahrerin und mein Onkel war Radballspieler. Und von daher hatte ich so ein bisschen Verbindung schon zum Radsport. Und ich überlege sogar, wenn es zeitlich passt, am Dienstag nochmal zu kommen, wenn dann die finalen Entscheidungen sind. Ich denke, wenn man das hier sieht, haben wir doch als Fußballer viel mehr Pause. Sie fahren die ganze Zeit am Anschlag. Das geht ja in eine Tour. Man hat sich ja kaum umgedreht, dann sind sie schon wieder da. Und das ist schon auch ein extremer Sport und absolute Höchstleistung, die Jungs hier bringen. Also Sechstagerennen war jetzt für mich gar nicht so extrem ungewöhnlich, da ich das aus dem Ruhrpott kenne. Ich komme aus dem Ruhrpott und früher war ja in der Westfalenhalle auch Halligalli. Und das ist ein ganz spezielles Event. Also selbst wenn man sich nicht für Radsport interessiert, mal hier zu sehen, was die Jungs leisten, ist schon sensationell. Ja, man kriegt ein Gespür dafür, auch wenn es jetzt ganz frisch ist und gerade erst losgegangen ist, dass die Leute schon sehr dabei sind. Und eine Sache ist auch klar, zu einem Sechstagerennen gehört auch Partykultur und die wird es hier schon geben.